Jawohl, Freunde, da sind wir wieder. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Nachbericht des sechsten Spieltages in der Bundesliga. Wir mussten gegen Greuther Fürth ran, haben 4:1 gewonnen durch die Tore von Sabitzer, Coman, Goretzka und nochmal Goretzka. Ein starkes Spiel gezeigt hier, der Leon. Ja, ich bin sehr zufrieden, was den sechsten Spieltag angeht, zumal wir ja zuvor in der Liga gegen Leipzig auch verloren hatten. Deswegen bin ich hier unzufriedener, was die Torausbeute angeht. Ja, wenn man sich das Spielgeschehen, die Statistik hier anschaut, Greuther Fürth hatte mehr erfolgreiche Pässe, hatte aber weniger Ballbesitz. Also wir hatten über 60% Ballbesitz. Wir hatten mehr Chancen, wir hatten mehr Schüsse aufs Tor, mehr Allgemeinschüsse. Ja. Da geht das 4:1 auf jeden Fall schon in Ordnung. Ja. So, gut. Auf die anderen Spiele brauchen wir eigentlich nicht so weit eingehen. Wir können einmal ganz kurz die Spiele durchgehen. Union Berlin gegen Bielefeld 2:1, Leverkusen Mainz 1:1, Gladbach Dortmund, oh, 3:1 hier, die Dortmunder verloren. Okay, Frankfurt gewinnt gegen Köln mit 2:1, Leipzig souverän 4:0 gegen Hertha. Freiburg verliert 0:1 gegen Augsburg und Hoffenheim verliert 3:4 gegen Wolfsburg. Ei, die haben sich auch welche reingehauen hier, ne? Und der VfL Bochum gewinnt mit Glück wahrscheinlich 1:0 gegen den VfB Stuttgart. Ja, nicht schlecht. Ich wollte mal kurz hier in den Kalender reinschauen. Ach so, genau, wir hatten gegen Bochum gewonnen. 1:0 und davor hatten wir die 4:2-Pleite gegen Leipzig. So war das, genau. So, dann gucken wir mal im News Center hier. Moritz Mosandi wieder fit. Scout-Bericht. A-Junioren gewinnen 5:0 gegen Eintracht Frankfurt. Krätzig macht 2 Tore. Das sieht doch schick aus. Ach so, mit denen können wir gar nicht reden, ne? So, genau. Zweite Mannschaft. Da gucken wir nochmal ganz kurz rein hier. 6 Spiele, 6 Siege, das sieht sehr, sehr gut aus. Die Mannschaft befindet sich auf einem Aufstiegsplatz in die dritte Liga. Das gefällt mir sehr gut. So, was macht die Jugend? Die A-Jugend steht auf Platz 1. Sehr schön. Die B-Jugend immer noch da unten. Okay, vielleicht wird sich das noch ändern im Laufe der Saison. Jetzt gucken wir noch mal, ob wir noch ein paar Spielergespräche führen können hier. Ja, können wir. Davis soll sich mal ein bisschen um Richards kümmern. Sané. Sané, der ja aktuell auch nicht in so bestechender Form ist, ne? So, Hernandez. Eine Fitness von 79, das ist jetzt auch nicht, aber der wird im nächsten Spiel wieder von Anfang an agieren. So, dann würde ich gerne mal hier im Merchandising eine Marketingkampagne starten. Gut und schön. Übersicht der Einnahmen, das sieht ja auf jeden Fall sehr gut aus hier, ne? Gar nicht mal so schlecht. Was sagen die Trikotverkäufe? Robert Lewandowski 33.660 Trikots verkauft. Gefolgt von Kimmich, Müller, Gnabry, Davis und so weiter. Nicht schlecht. Na, das lassen wir erstmal. Sponsoring, wie sieht es da aus? 15 von 20, okay. Ja, da könnten noch ein paar dazukommen, ne? Die Fans sind zufrieden bisher. Das freut mich. Wie wird das Spiel gegen Frankfurt enden? Mit einem Sieg, 96%. Ich bin stolz auf unsere jungen Spieler. Wir sind stolz auf unsere Mannschaft. Ich möchte, dass Kotschap in der nächsten Saison bei uns spielt. Ja, wie gesagt. Hoffentlich hat dieser Mentaltrainer auch irgendeinen Sinn. Kotschap auf jeden Fall ein Transfer, den ich mir merke. Ein wirklich guter, junger Spieler, den können wir mal scouten. Brechen wir hier mal die Aufgabe ab. Dann lassen wir ihn mal den jungen Bengel hier scouten. Genau.
So, Mitarbeiter schicken wir mal auf Lehrgang und dann gehen wir mal ein bisschen weiter hier in dieser Zwischenfolge, sage ich jetzt mal. Wir haben ja eigentlich soweit alles eingestellt. Alltag nach der Königsklasse. Niederlage, die Dortmunder, Bergamo und Villarreal haben verloren. Manchester United und Chelsea sowie Moskau, Beşiktaş und Piräus haben unentschieden gespielt. Okay. Ja. Wir stehen da als Sieger mit drin. So, Jungspieler entdeckt. Was haben wir hier wieder Schönes? Oh ja. Ist ein schwieriger Junge, Härte, nachtragend. Aber trotzdem, wenn wir den übernehmen. Appell an die Fans hat voll eingeschlagen. Sie können mit einem 6% höheren Besuch im nächsten Heimspiel rechnen. Sehr gut. Richards verbessert sich bei Flanken. Das freut mich. Können wir auch schon hier wieder was sagen? Du hast gut trainiert. Waldschmidt jetzt stärker, hat auch gut trainiert. Internationale Nominierungen. Davis wird für die Nationalmannschaft abgestellt. Gut. Wir müssen gleich nochmal in die Transfervorbereitung gehen. Wegen dem Rechtsverteidiger Baku. So, Scout kehrt zurück. Ah, okay. Können wir das gleich mal anschauen hier, den Bericht. Einschätzung der Scouts über das Potenzial des Spielers durchschnittlich. Seine Flanken sind verbesserungswürdig, bleibt meistens ruhig, erobert viele Bälle durch seine Zweikampfstärke. Hätte keine Sprachprobleme bei uns. Keine bekannten Verletzungen. Eigentlich hört sich das ja ganz gut an. Ich meine, der Junge ist 19, ne? Was erwartet man? Ja. Stärken, Sprungkraft, Robustheit, Schnelligkeit, Manndeckung. Schwächen, Aggressivität, Grätsche, Antritt, defensive Stellungsspiel. Ja, also ich würde ihn sowieso erstmal in der zweiten Mannschaft spielen lassen, denke ich. Ne, aber ich sehe sehr viel Potenzial in diesem Jungen hier. Schwächen, Aggressivität, Grätsche, Antritt, ja gut, das kann man ja auch alles trainieren, das ist ja. Der ist ja noch jung, wie gesagt. Okay, wir schauen mal. So, Transfervorbereitung. Baku, können wir den jetzt. Achso, dann müssen wir den wieder neu hinzufügen hier, oder was? Bevor man dem wieder was sagen kann. Ja. So, ich will ihn in meinem Team haben, haben wir ja schon gesagt. Ich bin daran interessiert, ihn unter Vertrag zu nehmen. Genau. Baku. Fleißig. Flexibel, ehrgeizig, Teamplayer. Passt eigentlich perfekt zu uns. Kommt aus der Mainzer Jugend. Ja, bin ich mal gespannt. Bin ich mal gespannt. So. Keiner jetzt hier ein überragendes Spiel gemacht. Goretzka hat eine 2-5 bekommen für Deutschland beim 4-0-Sieg. Choupo-Moting ein Tor erzielt. So, Goretzka hat mit Baku gesprochen. Da bin ich ja mal jetzt gespannt, was sie da besprochen haben. So, internationale Nominierungen. Entschuldigung. Oumoyela. Ach so. Oumoyela hat sich verbessert. Sehr gut. Kann man mit denen eigentlich auch reden? Nee, ne? Ne. Scout-Bericht. Goretzka hat mit Baku gesprochen. Goretzka hat in der Nationalmannschaft mit Baku gesprochen. Er konnte extrem viel Positives über den Verein erzählen und einen satten 5% Bonus auf die weiteren Gespräche herausholen. Ja, das hört sich doch schon mal sehr, sehr gut an. Das freut mich. Dann müssen wir auf jeden Fall jetzt dafür was tun, dass er. Ha, im Winter will ich ihn eigentlich noch nicht holen. Weil er hat ja auch bestimmt auch schon Champions League gespielt, ne? Ja. Dann wäre er in den ganzen Spielen da gesperrt. Das ist auch. Das wäre auch blöd. Aber zum Ende der Saison wäre das auf jeden Fall ein guter Transfer, ne? So. Auf jeden Fall schon mal positiv.
Gilberto Junior wechselt zu Kas Eupen. Ivo Iličević. Auch einige Stationen hinter sich, ne? So, Choupo-Moting in die erste Mannschaft zurückversetzt. Hä? Warum? Choupo-Moting wurde wieder in den Kader der ersten Mannschaft versetzt. Ach so, der hat vielleicht. Hat er vielleicht da ausgeholfen, ne? Aber wir sind ja sowieso hier im Überschuss, ne? Hatte ich den auf die Transferliste gesetzt? Nee. Vidovic, der bräuchte eigentlich auch ein bisschen Spielpraxis, ne? Den können wir eigentlich auch in die Reserve packen, weil da kann er nämlich ein paar Spiele machen hier für Tillmann. Aktuell gut drauf, der Junge. Hat gut trainiert, das können wir ihm auch mal sagen. Ne, können wir nicht. Aber wir können ihm sagen, dass er körperlich ein bisschen stärker werden muss. Ja, hat natürlich auf jeden Fall auch eine Chance verdient. Man sieht es hier auch, hat schon sehr gute Stärkepunkte. Das muss man schon sagen. Ach so, Neuer ist noch bei der Nationalmannschaft. Okay, wir haben noch 3 Tage bis zum nächsten Bundesligaspiel. So, Lewandowski ist wieder fit. Was? Scoutbericht gucken wir gleich nochmal an. Jugendspiel, Jugendmannschaft vor Topspiel gegen Stuttgart. Jonathan Nasimana hat sich besser entwickelt als gedacht und sich bei allen Fähigkeiten um 2 Punkte verbessert. Ist jetzt aber auch nicht das große Talent, ne? Scouting abgeschlossen. So, Scout-Liste. Gibt es hier irgendwas Neues? Was haben wir hier? Tom Kraus. Geht lange Wege. Ach, zur Laie, okay. Ah, der sieht auch schon ganz gut aus hier, ne? Defensiver Mittelfeldspieler und die anderen kennen wir ja, ne? Lindström, 21, der Däne. Gut, Lammers haben wir uns schon angeschaut. So, dann machen wir nochmal kurz hier die Spielergespräche. Wenn wir den Jungs überhaupt was sagen können hier. Das brauchen wir nicht schon wieder. Hat er ja erst gemacht, ne? Mit Baku geredet. Gnabry würde ich gern höhere Ziele sehen. Upamecano, super letztes Spiel. Musiala. Süle. Du musst vor dem Tor cleverer werden, Martinelli. Klostermann. Nian Su hat gut trainiert, den würde ich auch gerne mal von Anfang an bringen. Hat er sich auch einfach mal verdient, ne? Choupo-Moting. Den hätte ich jetzt auch von Anfang an mal gebracht, wenn Lewandowski nicht wieder fit geworden wäre. So, Sabitzer trainiert sensationell. Hat er ihn jetzt hingesteckt? Ach so, da. Dribbler. Ja gut, der kann auch im offensiven Mittelfeld spielen. Lassen wir ihn erstmal da. Da kriegt er auf jeden Fall ein paar Einsätze. So. Dann haben wir das auch erledigt. Die Vorbereitung auf den 7. Spieltag gegen Eintracht Frankfurt, meine lieben Leute. Oder meine lieben Freunde. Wie man das auch nennen mag. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Spiel wieder dabei seid
Und sage mal, lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.